Moin Leute, Trimax hier. Heute reagieren wir wieder auf all das Mögliche, auf was man reagieren kann. Ihr habt mir Sachen auf Reddit zugeschickt, selber Emotes oder irgendwie sowas erstellt und Memes. Trimax sieht ein Meme bei Reddit. Das ist gut. Das sage ich oft. Das ist, ja, weil es auch, weil es clever ist. Trimax, das Mod-Team. Das trifft's ziemlich gut. Scheiße. Trimax failed. Revi, was hast du eingestellt? Ich, ja, auch nicht nur mit Revi, sondern auch mit Rumatra, wo wir dann Minecraft Dungeons zocken und er macht eine extra schwer. Wir machen schon auf schwer und er stellt auf extra schwer, weil es da krasseren Loot gibt und wir sterben schon gegen das erste Minion, was uns da attackt. Dann auch immer direkt, ich sterbe, weil ich mir auch mal gefällt, aber ich frage auch direkt, Digga, was hast du eingestellt? Gewürzbin. In Saarbrücken gibt es Maggi aus einem Automaten. Warum ist da ein Friedhofssticker drauf? Scheiße, das ist gut. Das ist sehr gut. Hobbys von Trimax. Drogen dealen, Knarre und Leute abknallen. Wie kann Knarren ein Hobby sein? heute seit 4 Jahren schaue ich Trimax und habe ihn abonniert. Es war eine tolle Zeit, danke. Alter! Digga, der ist wirklich seit dem 30. Mai 2016 dabei. Das ist ein Flex. Geiler Typ, Alter. Jeder sagt immer, ja, ich verfolge dich seit 4 Jahren, aber es stimmt nicht. Trimax in Fortnite, Sniper-Kills, Lost sein, da gibt's Überschneidung. So sehe ich nicht aus. So sehe ich nicht aus. So viereckig bin ich nicht. Passt auch gut. Alter, das passt auch so gut. Das passt unfassbar gut. Das ist gut. Das ist nicht irgendwie gemacht oder irgendwie. Das ist einfach so passiert. Total dumm. Can you hear me now? Mach dein Ohrschuh, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Okay. Das ist aber auch gut. Ich glaube, bei Unusual Meme Compilation ist besser. Ich glaube, es ist besser. Das ist zum Beispiel total geil. Was hat er da versucht? Was sollte das? Also, okay, klar, in Virtual Reality sieht es so aus, als könnte er dann irgendwie rüberspringen und dann passiert das, ne? Könnte passieren, aber selbst wo wäre er da hingesprungen? Hello. We're gonna make some Crunchwrap Supremes. Oh, we need the crunch sour part. Cream. Well, the crunch part too. Hunde mit irgendwie ein Rasensprenger, Gartenschlauch, egal was. Immer geil. Immer geil. Ist auch ein total geiler Hund, by the way. Habe ich euch zu viel versprochen? Ich dachte, vielleicht geht er mit der Pfote rein, setzt sich drauf. Aber es ist einfach der Klassiker. Es ist einfach das Angreifen. Oh my God! Damn, Zoo, that's where you going. I told you you gotta whip that thing, man. Yeah. Also kein Witz. Sowas ähnliches machen mein Bruder und ich auch mit dem Hund. Immer wenn er irgendwie was möchte, wenn er irgendwie buhlt oder sowas, also wenn er bettelt und was zu essen haben möchte, machen wir einfach immer irgendeinen Scheiß mit dem. Und die Hunde machen es auch einfach meistens mit. Geiler Humor von dem Typen. LOL. Das ist geil, okay? Das ist einfach, das sind Videos. Weil das ist nicht gestellt. Das passiert echt. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 1000, aber es passiert. Es passiert. Der wollte einen coolen Move machen.
und hat damit sein Handy geschrottet. Oh. Versteht ihr? Mega nice. Bring me a sandwich, bitch. R. N. Who's there? Also Hundesachen können lustig sein, aber sie können auch oft zu erzwungen sein. Aber bisher war hier jedes Hundememe einfach gut. Komplette Pappwand einfach. White girls be like. Davon gibt es auch einfach 10.000 Fails. Wieso machen das immer alle? Oh, okay, der ist neu. Der ist neu. Ich hätte mit allem gerechnet. Er haut jetzt auf den Kopf. Es bleibt an der Decke kleben. Das fällt in die Flamme und passiert irgendwas. Es hätte alles passiert, aber einfach der Griff. Der Griff fällt ab? Das ist gut. Was ist dein Problem? Was, wie nervig? Was? Er schreit einfach. Alle was früher Piage wir fände Orte da. Jetzt ab Piage. Nein, lieber Englisch machen. Was ist das? Piage. Ah! Lol. Also, was? Piage. Ah! Ah, okay, der ist runtergefallen. Wie kann sowas aus der Evolution entstehen? Das war. Warum tapselt der? Was macht der für Geräusche? Was ist, wieso? Was ist das? Das ist ein Tukan. Ja, ich weiß, aber was ist der Sinn dahinter? Warum kann der so tapseln und tanzen? Und was ist das für ein Sound? Alter. Das ist schon satisfying. Fuck, das erwischt mich. Steffen lässt einen Hund in ein Auto. Der ist so nervig. Hey! Geil, Mann. Wahoo, it's me, Mario. Show me your ass. When I say hill shower, you say hill shower. Immer die Minecraft-Mucke dazu. Alter. Das ist ein extrem hässlicher Hund.
Bin so weggetriggert wieder. Ich liebe das. Ich liebe das so, so, so sehr. So sehr. Ich kann immer so viele Leute sauer machen und die checken es auch nicht. Die checken es nicht. Es ist einfach ein so entspannter Dienstagabend und ihr lasst euch trotzdem so wegtriggern, weil ich sage, das ist ein Hund. Dienstag, 22.30 Uhr und ihr lasst euch richtig wegtriggern, weil das kein Hund ist. Seid schon wieder triggert. Klar ist heute Sonntag. Das war ein zweiter Test. Ihr seid schon wieder durchgefallen. Ey, man sagt immer den kleinen Kindern, mach keine Salto, mach keine Salti. Auch nicht vom Sprungbrett, nicht vom Beckenrand. Weil genau das. Genau das. Ist es halt for real. Ja, das ist mir auch passiert. Mein Bruder auch. Jeden ist das passiert. Das war geil. Das hat mir gefallen. Du hättest so viel, so heftig, hochskaliert die Schnauze halten müssen.